Und so beginnt es schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal Simox. Ich spiele heute South Park The Fractured Butthole oder auf Deutsch die rektakuläre Zerreißprobe. Ein neues Abenteuer wartet zusammen mit mir und mexikanischem Essen. Hast du schon jedes Klo in South Park ausprobiert? Ich werde es versuchen. Ja, ne, ich habe ja schon... diese epischen Bilder. Ich habe ja schon South Park 1 gespielt und jetzt ist es soweit, South Park 2. Und da würde ich sagen, ne, nicht lang fackeln. Ich würde sagen, es geht direkt los, ne, in 3, 2, 1, 0, wählen. Okay. Neues Spiel startet. Jetzt! Und Ladebildschirm. Oha, das Coolmobil. Ubisoft Presents. Oh, Ubisoft präsentiert. Wer hätte es gedacht? Eine Ubisoft San Francisco Production. Ubisoft Osaka Massive Entertainment. What has become of this city? There used to be laws, justice, not anymore. Crime is out of control, cats are missing, and townspeople are being victimized. Oh, hey, who pooped on my porch? What's going on with you? Whoa, whoa! We were supposed to protect those who couldn't protect themselves. Get off my car, you little pecker! Now superheroes are torn apart by political differences. We are two sides at war. But war isn't going to save our city. Time travel is my only hope now. Myths tell of ancient times. When a new king united a kingdom torn apart by a powerful stick. Hi, hon. Shut up, man. There's no time to waste. I have to go back, change the present if I can, and find this cat. And in doing so, perhaps I could change what has happened to all of us. Ah, so episch, so episch. Ja, da wurde ja ganz kurz die Vorgeschichte angeteasert. Also der erste Teil. Wir, das neue Kind, wir haben das, den Stab gerettet, den Stab der Wahrheit. Und nun braucht es wieder dieses Kind, das die Differenzen der Superhelden wegsprengt, beiseite legt und jetzt wieder die vereint. Und Kuh muss seine Zeitreise machen. Aber wir schon 1A. Tja, jetzt können wir uns wieder ein das neue Kind... anfertigen. Ja, gut. Oh, das ist ja schon so eine richtig krasse Heldenfrisur, ne? Also das ist ja so richtig episch, so Highlander-Style. Hm. Zieh das an. Und belasse noch die Farbe so, ja, das ist gut. Das Design ist schon richtig geil mit dem Glas. Okay, Make-up. Okay, wir brauchen kein Make-up. Bärte. Das ist mir ein bisschen zu kräftig, nämlich über das. Ja. Yeah. So, Accessoires. Nein, wir sind... Wir haben die super Augen, wir brauchen keine Brille. Oh, warte mal.
Unsere geheime Identität verstecken wir unter der Brille? Nein. Ja, dann passt das auch viel besser. Okay. Ja, das ist schon der geilste Superheld ever, ey. Da sieht man auch direkt an, der Typ hier schlägt sie alle. Der schlägt sie einfach alle. Fick auf. Es gibt einen Fick auf Superman oder so, ne? Oder hier Captain Marvel, Thanos, all diese Superhelden und Bösewichte. Galactus und so. Ja, da hauen wir alle weg. Außer Batman, der könnte vielleicht Probleme geben, aber sonst hauen wir sie alle weg. Ah ja, jetzt kommt die Schwierigkeit. Also. Don't worry, this doesn't affect combat. Just every other aspect of your whole life. Ja. Ah, super. Also ich würde sagen, also, ich meine, zwischenmenschlich, ne, schon das hier wäre schon geil. Also das, passt auch irgendwie zur ganzen Kleidung. Das würde sich ja meinen ganzen Charakter wieder ändern. Aber das sich eh nicht auf den Kampf ausübt, dann ist auch egal, das ist dann schwerer irgendwie, denn dann denke ich mir so, kriegt man wahrscheinlich weniger Geld und sowas. Ich will ja Fettgeld haben, ne? Deswegen weiße Oberschicht. Also nicht ganz weiß, nein, ich mache hier so die weiße Oberschicht, weißt du? Nicht so die Milchbuben, sondern so, von weiße Oberschicht. Ich war beim letzten Mal auch weiß. Da würde ich sagen. Ich glaube, also ich versuche das immer hier rauszuschneiden. Ab und zu huste ich ein bisschen. Ich bin noch leicht erkältet, nehme auch immer Fisherman's Friend. Oh, Schleichwerbung. Und ja. Will ich das erklären, nicht immer husten, ich muss die ganze Zeit husten. Ich versuche das immer weg zu cutten, aber wenn. Also immer rauszuschneiden, die Tonspur, aber wenn ich mal was vergesse, seht es mir nach. Entschuldigt das bitte. Okay, ich fange jetzt an. Ich erstelle meinen Charakter und fange an. Achso, der King muss kacken. Okay, deine Toilette. Schwierigkeit ist gerade Sternchen. Ein Sternchen. Halte L und drehe L und R an den richtigen Punkt zu finden. Und dann ist er zum Starten. Okay, also. Muss ich die. Okay. Muss ich wissen? Nicht übel. Okay, das. Oh, ich bin Kackmeister. Also das muss ich noch ein bisschen üben. Ja, da kann man das nicht mitnehmen. Was, man kann das nicht mitnehmen? Der König ist nicht erfreut. Kurzer Wegflasche, möchte ich ihn. Hello, the crab is a fucking waffle.
Ich glaube, das sind die Nachbarn. Die haben irgendwie Probleme. Ich muss dazu sagen, ich habe die neuesten Staffeln und so, da bin ich jetzt nicht so drin. Ich weiß ungefähr, was passiert, aber ich habe die ganzen Staffeln nicht geguckt. Also wenn jetzt so Anspielungen sind auf diese Staffeln, kann mit dir nichts anfangen. Also seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt eine Anspielung ist oder nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Lassen wir die mal ungestört. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. Ja. He came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off. It's the one thing that helps me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Yeah. Oh Mann. Oh, ah, Batterien. Und Teppichmesser. Oh, ich stech die Alarme. Boah, die neue Gamesphere. Oh. Update. Okay. Okay. Lass mir das mal updaten. Ist ja nichts drin. Hallo. Ah ja, so. Ah, scheiß auf die Wäsche. Scheiß auf die fucking Gamesphere. Dauert viel zu lange. Oh, kann ich den irgendwie drehen? Nein. Ja, ich komme gleich. Mommy, stop crying, sweetheart. I just have something stuck in my eye. Okay. Your friends are at the front door, honey. Go outside and play. Komm schon. Okay, meine Eltern haben ein paar Probleme. Meine Mutter weint. Wie sieht's denn mit meinem Vater aus? Aber. Oh mein Gott! Er ist Kuchen! Dieses Schwein. Dieser Wichser, den mach ich fertig. Das petz ich. Das petz ich, Mom. Ne, ich lass die mal. Oh, 13 Cent. Krass. My lord! The filthy Moorish are attempting to overtake Koopa Keep! You got him back, my liege! You are only hope! Diese Mauern machen wir sowas und fertig. My lord! Come on, dude! Okay. What, you just moved to town and you get to be king? I think you're a little pussy. Punch that boy in the face, king. Yeah, he can't talk to you like that. Bam. Kaputter, yeah. Go, king, go. Okay. Teach him a lesson, my lord. Jetzt um deine Kraft auszuwählen, okay. Okay, ich setze sie ein. Ja. Oh, krass. I got a bad feeling about this. I'm not afraid of you and your strategic king combos. Our king is undefeatable. Okay, really hit him this time, king. Okay, also ich habe noch eine Nummer Schaden, ne? Boom, boom, boom! Okay. No! We can't stop him. Ready the guards of the dark court. Jetzt wird wahrscheinlich etwas schwerer. The king's amazing. His powers are unparalleled. Ja. Das heißt, ich werde jetzt gleich wahrscheinlich fett auf die Fresse kriegen. Can't take us all on. Yeah, oh mein
Okay, dann go. Oho. Kann ich das nicht irgendwie blocken? You can't keep the Moors down. Ah, das kann ich jetzt noch nicht machen. Ich muss eine Runde warten. Ah, okay. 40, dann würde ich wahrscheinlich etwas kleiner machen. Down. Okay, you went first, we get it, just go. Dann hau ich den erstmal fertig. Boom. The dark corner, pussies. Groom you. The Moors will triumph. Oh, man. Oh. Ah, ich kann mich von der Seite angreifen, okay. Ja, dann mach ich aber die Furzattacke, oder? Okay. Go, Party! Oh, Jesus Christ! Okay. Komm her. Ja, ist das schon alles? Also, wenn ich gerne irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie blocken kann. Okay, dann X, ne? Und dann. Du bist down! So, jetzt ist nur noch einer. Okay. Kann man wahrscheinlich im Spiel halt auch blocken. Okay, dann gibst du dir noch so einen schönen Kombi. Ja, ne? Komm. K.O. Let's go. We've got to get inside Karma's house. We gotta stand aside or die. We're going through that door. You can't. Oh yeah, why not? Because everything in front of here is lava. Oh, dude, no way. All that is lava? Yep, everything from here to here is lava. You can't cross it. Come on, let's get inside. We can't. They're seeing everything in front of the door is lava. Oh, that's not fair. What do we do, the king? What do you do now? You die. Release the dragon. Oh, nein. A dragon? We're blocked. That's the dragon roaring. Ich bin der Dragonborn. Raus. Sonst, ja, ich muss raus. Macht ja keinen Sinn. Die Frage, wird jetzt auch er getroffen? Von deinem eigenen Mann? Our king dodged it. Ja. Okay, if you get a fire breath attack, our king gets his hammer of heavenly rain. Okay. You can't stop the kick. Ja, komm. Stay out of the street, damn kids. Clear. Okay. As I was saying, you can't stop the king. He is all powerful. Okay. KO. Dragonborn. I'm King Douchebag, the Dragon Slayer. Oh my god, he defeated the dragon! No freaking way! That kid's amazing! Yeah. Okay, hold on, let's.
Oh mein Gott, was ist das? Ist es ein Vogel? Nein, es ist ein Flugzeug. Nein, es ist eine Endcard. So, jetzt geht's endlich wieder weiter mit Duschback in South Park 2. Alter, wie ich mich freue. Das wird richtig geil. Für alle diejenigen, die sich jetzt beschweren, das ist ja jetzt auf Englisch mit deutschem Untertitel. Das geht's noch 3,5 Folgen so weiter und, also, noch 2,5 Folgen. Das sind insgesamt 3,5 Folgen mit Englisch mit Untertitel. So, und ich stelle mir das dann halt in der nächsten Aufnahme, sag ich mal, auf Deutsch ein. Und hör mir das dann so die Synchro an, ob das mir gefällt oder nicht, ne? Und für alle Leute, die dann sagen, ich höre mir das ja nur im Original an, Deutsch. Erstmal, fickt euch, weil Deutsch ist auch eine schöne Sprache und in der Synchro sind wir ja Weltmeister. Und denen sollte man auch mal wirklich eine Chance lassen. Und ja, vielleicht ändere ich das dann nachher auch wieder und hör mir das vielleicht nochmal auf Japanisch an, ne? Das Karten auf Japanisch wird bestimmt auch richtig geil, ne? So, jetzt soll ich mal dem anderen Christian noch was sagen und dann, ciao. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben oder eine positive Bewertung dalassen. Ansonsten, falls ihr noch Bock habt, könnt ihr uns ja abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, wiederschauen, reingehauen.